Recht herzlich willkommen zur 133. Folge von Towns. Ja, wir haben letztes Mal hier schön das Treppenhaus gebaut und ein bisschen die Raumwände hier gestaltet. Ja, und jetzt sind sie noch weiter dabei, ne? Wie man sieht, laufen sie gerade und bringen die Steine hoch. Können wir noch eine Stufe schneller machen, ne? Und ja, dann sollen die nachher hier rumlaufen, ne? Dann machen die jetzt hier noch was. Und dann wird das wohl alles so klappen, ne? So, die Treppe passt. Wenn die dann hochkommen, sind sie auch hier, ne? Sehen wir jetzt auch, wenn da einer hochkommt, ne? Ja, die laufen jetzt noch hier lang. Ja. Die legen jetzt überall die Steine hin, nur nicht da, wo ich sie jetzt... Ich hätte sie ja gerne hier gerade gehabt, aber... Das ist mal nicht so. Hm. Die finde ich jetzt gerade schneller als normal. Sah so aus, irgendwie. Ja, keine Ahnung. Okay, das klappt da. Das geht überall noch hin. Ja, hier unten hat man ein Zimmer mit Fenster. Das kostet extra, ne? Könnte man ja jetzt hier auch eins raus machen, ne? Wo ist denn das Fenster? Über Bett? Jo. Unlock. Holt den da einer dann weg? Weiß ich nicht, ne? Unlock. Und Unlock. Mal gucken, ob einer die drei Steine holt, aber wahrscheinlich können sie das irgendwie auch noch nicht mehr, ne? Und dann müssen da Fenster hin, ne? Fenster waren wo? Hier, ne? Ja. Diese sind es dann. Aber es nimmt keiner die drei Steine da weg. Dann klappt das auch nicht. Okay. Die wollen Steine von unten. Das ist auch gut. Okay. Ja, die ist jetzt die Frage, ob sie die überhaupt wegkriegen, ne? Oh, da kommt ein Händler. Kann man weiterlaufen lassen. Ja, der läuft schon hier noch lang. Und es werden immer weiter Steine gemacht. Okay, ja, jetzt sieht man schon, dass er da um die Ecke rumgehen muss, ne? Das läuft. Ich dachte, er hätte da eingelegt, aber hat er nicht. Ah, jetzt ist der Händler wohl da. Gucken wir mal rein, was hat er? Waffen hat er, ne? Alles nur Knochenwaffen. Müssten wir einmal hier reingucken, wie denn so bei uns aussieht überhaupt, ne? Aber ich glaube, das sieht so aus, als ob alle eine Waffe auch haben, ne? Jupp. Also eigentlich brauchen wir keine dann, ne? Was möchte er denn hier unten? Na, warum nicht, ne? Wenn er das haben will. Und die Knochen kann er alle haben. Steuerung? Ne. Hm. Den nimmt er auch noch mit. Dann kriegen wir Geld von ihm, ne? Was hat er denn sonst noch irgendwas? Ups, jetzt habe ich da hinten gescrollt und nicht hier vorne. Ah, so ein paar andere Sachen hat er ja auch. Oh, und die Kerzen hätte er einiges. Oh, Boots of Haste. 385, die nehmen wir mit, ne? Die hätte noch ein paar Kerzen. Aber nee, das machen wir nicht. Zack, handeln, fertig. Und laufen lassen. Die Knochen kann alle haben, gar kein Ding. Die sind bei uns sowieso nicht so schön angesehen. So. Wo laufen die denn da lang? Mhm. Hier nimmt keiner was weg, ne? Das ist jetzt echt ein Malheur.
Können wir wahrscheinlich gleich so machen, dass wir hier Destroy Stone Brick Wall machen, ne? Aber das gucken wir uns noch ein bisschen an. Wir gucken mal gerade nach unten, wo wir da so am Rumpfrohwerken sind. Okay. Die gehen hier noch weiter runter. Und holen von hier ganz unten die Klamotten. Wo waren da jetzt der da kämpft? Wahrscheinlich hier, oder? Oh, da liegt der. Da sind drei drinne. Mal gucken, ne? Den machen wir mal weg. Es müssen noch woanders welche sein. Wo ist das, wo die da umfallen oder kaputt gehen? Hier? Nee, auch nicht. Da auch nicht. Hier oben. Ich weiß nicht, wo es ist. Ah, da läuft einer. Okay. Hier weg. Vielleicht da weggezogen? Kann sein. Keine Ahnung. Der Raum muss ja auch noch größer sein, ne? Hier geht auch noch was. Hier diese Reihe können wir noch einen rausmachen auf jeden Fall. Ich wollte jetzt gerade sagen, läuft der tatsächlich dahin? Okay. Der legt sich da jetzt mit dem an. Und? Boost. Das sieht jetzt gerade nicht gut aus. Aber er hat es geschafft. Okay. Gut, da kann man durch. Da muss man auch was machen. Die laufen jetzt da hinten rein. Und? Warum laufen die nicht weiter? Das war jetzt voll hohl, oder? Okay, da oben wird einer weggeholt. Zur Beerdigung. Ich weiß gar nicht, wie wir hatten. Auf jeden Fall gibt es in zwei Punkten neue Leute. Ja. Da kommen uns viele. Wo laufen die hin? Hier unten einer. Der hat auch schon wieder umgedreht. Keine Ahnung, wo der hinläuft. Okay, hier hinten ist was zu sehen. Der holt sich hier eine Rüstung, ne? Das gibt's nicht, ne? Kurz davor ist er umgedreht oder lag da was und ich hab's nicht gesehen. Das kann natürlich auch noch sein, ne? Ah, die holen Knochen. Alles klar, für den Händler. Der ist jetzt den weiten Weg gelaufen und vor der Nase hat der andere ihm das weggeschnappt. Alles gut. Naja, okay. Klick, klick, klick. Und da war der da durchgebohrt. Alles wunderbar. Da geht's lang. Ich glaube, das machen wir hier auch nochmal. Dann brauchen die ja nicht um die Ecke laufen unbedingt. Da ist Ende. Aber er holt die Knochen. Ah, da unten ist auch nochmal welche. Okay. Gucken wir gerade mal hier rein. 44 Knochen noch. Okay, der Held geht hier weiter. Und gibt's was zu entdecken? Ja, da ist ein Raum. Und den hat er nicht erwischt, hier hat er erwischt zum Schweinchen machen. Und funktioniert. Oh, der ist etwas größer, ne? Okay, den zieht er mit. Da kommt ein Normalo. Aber es kommen gerade zufälligerweise andere auch vorbei. Also hat geklappt. Okay. Ich habe gedacht, der pickt da was weg. Auf der anderen Seite. Cool.
So, jetzt kann er da durchgehen. Keiner von denen macht was. Gut, läuft da unten, ne? Da oben muss weitergehen. Da auch. Die laufen ganz normal den Weg, das passt schon so. Ah, da müssen wir hier noch was wegmachen. Und hier gibt es noch Gegner. Okay. Klappt, da ist noch einer. Und kaputt. Geh noch einen Meter vor, damit wir hier die Wand sehen. Ja, super, ne? Hier ist auch noch ein Gang, oder? Könnte verbunden sein. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn ihr hier hinten reinlauft, das ist gefährlich, ne? Aber sind kurz vorher noch umgedreht, ne? Hier liegt auch irgendwas. Ein eisernes Kurzschwert. Okay, hier geht's auch weiter. Komm, da ist noch ein Raum bestimmt. Ja, sieht da ganz nah aus. Und der ist kaputt. Da ist noch einer. Noch so ein Wolf. Zu zweit waren sie stärker. Klappt. Da ist noch nichts weiter entdeckt, aber hier geht es noch eine Ecke weiter. Und der ist da hinten schon rausgekommen, aber da sind zwei. Hier ist bestimmt eine Wand bald, aber müsste man dann auch entdecken, ne? Ja, wenn der da noch weg ist, dann können sie auch wieder eine Ecke abkürzen, ne? Und da. Die holen die Knochen noch. Wie viel brauchen wir denn noch? 28, sind noch einige. Ah, jetzt wird der Durchgang gemacht. Oh, beide Durchgänge. Gut. Hier unten läuft's, den Held, den will ich nur sehen, wo der hinläuft. Da, und der geht in das Ende, auch schön. Okay, da ist ein Direwolf. Alpha. Die sind wohl stärker. Irgendwie ist es jetzt hier nichts Schlimmes. Okay, da sind mehrere. Ja, hat es erledigt. Da ist auch noch einer. Auch ein Alpha-Tier. Gut, gucken wir mal nach oben, wie weit das Dach da ist. Beziehungsweise die obere Etage. Die sind immer noch am Steine bringen, aber hier ist leer. So, naja, mal gucken, ob unten überhaupt noch Steine irgendwo frei sind. Ja, da sind nicht mehr viele. Müsste man mal überlegen, ne? Wie es da weitergeht. Da zurück. Da zurück. Dahin. Dahin. Dorthin. Da. Und da eine ganze Wand erstmal hin. Hier fehlt der Eckstein noch. Ne, warte mal, das ist verkehrt. Das wird schwierig. Jetzt ist der Stein wieder abgewählt, das ist das Allerentscheidende. Ich glaube, so geht's sogar. Kriegen wir so hin. Ja. Sollte da funktionieren. Da fehlt noch ein Stein in der Ecke. Hier hinten machen wir mal die weiter. Und das können wir auf jeden Fall auch so machen. Und da können wir auf jeden Fall schon Zonen anlegen. Damit wir wissen, wie groß es wird, ne? 4.
Ah, ich habe nicht drauf geklickt auf die Shift-Taste wieder. Tavernenraum. 4. 4. Ja, und dann 3 frei und dann müssen wir da drüben anbauen. Gut, läuft aber erstmal. So, da kommt ein Stein hin. So. Gut, passt. So viele Hallen kommen auch erstmal gar nicht, ne? Da kann auch definitiv die zweite Reihe drauf. Und da auch hin. Geht. Gut, da hinten fangen sie zuerst an, auch schön, ne? Jetzt müssen wir mal gerade unten gucken in der Etage, aber ach, hier liegen noch so viele Steine, da wollen wir uns gar keinen Gedanken drum machen, ne? Müsste man erstmal hier noch alles abbauen. Da ist ja noch viel. Ja, lass mal erstmal. Gut, aber ich würde auch sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.